Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4. Ja, Thema Innendesign oder einfach die Calzones. Innendesign muss ich mal gucken, ob ich da nochmal wieder was mache in der Richtung. Weil der letzte Auftrag wurde schon mal zum Beispiel nicht richtig abgeschlossen. So, wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? Hast du Hausaufgaben alles gemacht? Hast du. Sehr gut. Sie schläft, das ist auch gut. Du könntest eigentlich mal ein bisschen kreativ werden, ne? Freundschaftsbändchen knüpfen. Mach das mal. Oh, und du musst aufs Klo, sehe ich. Du guckst nach ihr. Du nicht. Du könntest eigentlich hier gerade mal das Klo säubern für dein Schwesterchen. Und du solltest dich richtig hinlegen. Winterbastelarbeiten herstellen. Mach das mal. Das geht da, ne? Vielleicht machen wir da auch noch irgendeinen Kabuff oder irgendwas drum. Mal gucken. Dann kannst du nämlich gleich noch... Bist du schon fertig? Das ging aber schnell. Mach noch mal eins. So, Instagram mag vielleicht skrupellos sein, aber sie sind auch fair. Möglicherweise motiviert durch die unterschwellige Bedrohung, schließt Michelle den Job in Rekordzeit ab. Er erhält einen stattlichen Bonus. Da haben sich die Sorgen wenigstens ausbezahlt. Sehr gut. Und du hast Freundschaftsbändchen. Da kannst du ihr mal eins schenken. Mehr Auswahl. Freundlich? Kann ich irgendwie Geschenk? Aktivitäten? Nee. Beste Freunde werden. Und dann solltest du mal... Ich würde es ja gern verschenken. Tauschen. Mit ihr. Achso, die müssen eins im Inventar haben. Okay, das kriegen wir aber hin. Kann ich das nicht darüber ziehen? Okay. So, die werden beste Freunde, das ist okay. Dann geh du bitte mal aufs Klo. So. Kannst du auch Freundschaftsbändchen herstellen? Tatsächlich. Mach du auch mal eins. Mach du so eins. Dann können sie es nämlich tauschen. So, was ist mit dir? Hier haben wir gerade mal... Ich glaube, ich muss kurz mal so und dann wieder zurück. Dann... Ja, dann ist dieser Glitch weg. Was machst du jetzt? Zeichnen. Okay. Okay. Dann zeichne du erst. Das nervt. Sims nervt manchmal. Ich spiele es gerne, aber es nervt trotzdem. Wir müssen jetzt gerade mal speichern. Mit der Hoffnung, dass es dann flüssiger läuft. Ach, da stellst du auch Freundschaftsbändchen her. Oh, die können das an jedem Tisch machen. Ne? Nicht wirklich, aber egal. Hauptsache, sie macht eins. Und dann können die zwei hier nämlich ihres tauschen. Moment. So. Inventar, Freundschaftsbändchen tauschen mit... Sie hat doch eins. Ach, das ist kaputt gegangen.
Okay. Das ist kaputt gegangen. Kann ich noch eins machen? Hier auf jeden Fall. Freundschaftsbändchen knüpfen. Vielleicht klappt es jetzt. Oh, und sie muss mal aufs Klo. Sehr gut. Du hast, glaube ich, Hunger, mein Lieber. Ach, sie setzt sich dann da hinten. Ah, sie kann sich nicht an die kleinen Dings da setzen. Okay. Nimm mal ein Stück. Warum bist du noch verängstigt? Angst vor Dunkelheit. Wir haben Tag. Sind weit weg von Dunkelheit. Klappt das jetzt? Jawohl. So, dann geh du mal aufs Klo. Und danach könnt ihr zwei dann Freundschaftsbändchen tauschen. Sehr schön. Was machst du? Du schläfst. Du müsstest aber dringend gewaschen, badet werden. Kümmere dich mal um sie. Weck die Dame mal auf und wasch sie. Die ist nämlich ganz, ganz dreckig. Und hier haben wir jetzt richtig Zeit, uns um sie zu kümmern. Jemenauer. So. Mehr Auswahl. Babypflege, baden. Nicht waschen. Baden wollte ich eigentlich. Baden. So. Du holst dir was zu essen, das ist okay. Du gehst aufs Klo, fühlst dich unwohl, weil hungrig. So, und bist natürlich mal wieder der übliche Trauerkloß. Hast du das Freundschaftsbändchen jetzt getauscht? Nee. Mach mal. So, Carla, ich habe eine Kultstätte für dich errichtet. Das ist peinlich. So, du möchtest mein Freund schon, ist klar. Sehr schön. Sehr gut. Wie geht's? Du hast Hunger, ne? Nee, du hast Hunger. Aber du bist gerade am Essen, das ist okay. Du hattest Hunger. So, dann würde ich sagen, kannst du eigentlich mal mehr Auswahl joggen gehen. So, Albtraum. Hatte ein Albtraum, dass Informationen über das noch nicht fertige Videospiel an die Öffentlichkeit geraten werden. Sowas würde natürlich niemals passieren. Niemals. Nee, niemals. Je alberner das wird im Jahr, er mag albernes Verhalten. Du leg dich mal richtig schlafen, mein Lieber. Du könntest eigentlich mal gucken, dass du nochmal einen Job annimmst. Was machst du denn hier? Ich will den verscheuchen. Putz. Putz gefälligst, wenn du schon hier bist. Hast eigentlich du deine Hausaufgaben fertig? Ja, du hast sie auch fertig, okay. So, den mag ich nicht. Kämpfen wir mal mit dem. Oder geht er jetzt? Wenn er geht, ist gut.
So, du sollst mal fertig essen, meine Liebe. Und dann darfst du hier mal. Er räumt schon auf. Okay. Nabi! Sehr gut. Oh, Bija! Machst du das ja auch gerade noch weg? Das wäre super. Das wäre super. Der soll weggehen. Aktionen. Nee, zur Runde hinzufügen will ich den nicht. Im Gegenteil, ich will, dass der abhaut. Ist ein Paparazzi, der hat hier nichts verloren. Der hat hier gar nichts verloren. Bürsten. Tierpflege. Wir streicheln sie einfach noch. Spielen was mit ihr. Umarmen sie mal. Was ist damit? Das könntest du gerade mal weglegen. Ach so, und dann kannst du das essen natürlich. Meschka. Genau, Meschka. Oh, das ist kaputt. Carla, das ist ein Fall für dich. Repariere. Oh, und wir müssen uns um die Hühner kümmern. Das ist ein Fall für dich. Eier einsammeln, Futter verstreuen, Stall säubern, Futter verstreuen. Solange die Hühner noch da sind, müssen wir uns natürlich um sie kümmern. Ja, ich muss. Entschuldigung, ich muss auch mal gucken, was wir demnächst dann machen, wenn das neue Farmhaus-DLC oder Pferde-DLC kommt. Ob wir dann die Calzones nochmal umziehen lassen? Da bin ich echt noch am Überlegen, was wir da machen. Wer ist das denn da? Geh bitte. Bahira Ruthay. Skizna Plushies the Brief. Punkawatso. So. Wenn er nicht gehen will und sich auch noch drüber lustig macht, dann kriegt er halt Haue. Da ist auch noch Müll. Uah. Hast du deine Tagesaufgabe eigentlich erledigt? Ja. Hast du? Sehr gut. Ja. Die wird wohl gerne Babys machen, aber das wird natürlich schwierig, weil sie ist zu alt. So, die Eier verkaufen wir. Den Dünger kriegt mal die Kala. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwo Beete hinmache. Du könntest eigentlich mal Haarbüschel entfernen. Das wäre eine Möglichkeit. So, ja, die zwei verabscheuen sich jetzt. Das ist gut. Ich hoffe, der bleibt jetzt weg. Was macht sie denn hier? Aufräumen. Immer diese Paparazzi hier. So, Level 9 der Fitnessfähigkeit erreicht. Und jetzt gibt es erstmal Haue. Paparazzi in der Wohnung. Oder ich müsste tatsächlich mal die Türen abschließen. So, du solltest mal aufs Klo gehen, mein Lieber.
So, die haut ab. Sehr gut. Ja, du musst los. Sehr schön. Ach, man braucht Fitness Level 9, um mit anderen zu kämpfen. Deswegen können die anderen das alle nicht. Ah. So, wie geht's dir? Du hast Hunger. Da muss Mutti mal ran. Die schläft gerade, aber das kriegen wir ja behoben, das Problem. So, stehst du mal auf und gibst deinem Töchterchen was zu essen. So, stillen wir sie mal. Babypflege. Füttern, stillen. Mit Kevin plaudern? Nee, erstmal nicht. Danach können wir nämlich noch die Windel wechseln. Das stand schon. Windel wechseln, so. Wie geht's dir eigentlich? Du könntest mal hier. Ist zu angespannt. Wegen Netzwerkabsturz. Okay. Er ist zu angespannt. Du könntest aber dir mal wieder einen neuen Job suchen. Dass wir da auch mal weiterkommen, ne? Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh. Programmieren Level 9. Individuelle Werbeartikel. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, das macht am meisten Gewinn. So, du machst noch im Hochstuhl Essen probieren. Uiuiui. Da hat was gespritzt. Du könntest hier mal dich wieder an deinen Job machen. Mit Kunden chatten. Was hast denn du als Aufgabe? Mit Kunden chatten und 3 Websites erstellen. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Ah, backen wir mal wieder ein wenig rum. Was machst du? Bist immer noch angespannt. Geh hier mal spielen. Backen wir mal wieder ein wenig rum. Machen wir mal zusammen Bauchzeit verbringen. Wie geht's dir eigentlich? Du wirst müde. Ja, dann machen wir keine Bauchzeit. Dann machen wir dann mehr Auswahl, Babypflege. Achso, ich könnte es auch einfach hier machen. Carla Pia ins Bett bringen. So, wie geht's dir? Dir fehlt Energie. Du könntest aber mal hier noch weitermalen. Das wäre noch eine Idee. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Er chattet und quatscht nebenher. Kann man auch machen. Du wirst müde, meine Liebe. Dich legen wir, glaube ich, mal ins Bettchen. Leg dich mal hin. Ja, du bist müde. Du könntest mal aufstehen und aufs Klo gehen. Sehr schön. Ah, das gefällt mir immer noch richtig gut, muss ich sagen.
So. Du könntest hier mal ein Bild malen. Ein impressionistisches Gemälde. Vielleicht kriegen wir noch wieder mal ein Meisterwerk hin. So, er kriegt langsam Hunger, ist immer noch sehr angespannt. Er muss schnell neue Freunde finden. Sind natürlich gerade keine rum. Da ist einer. Können wir den... Ne, können wir nicht. Das ist so ein bisschen schade. Ich hoffe, dass das in dem neuen DLC anders wird, dass da deutlich mehr los ist. So, ich habe ein Geschenk bekommen, das mir nicht gefällt, aber ich möchte es mit einem Freund tauschen oder das zurückgeben. Kann ich das machen? Klar, gibt es jemand anderem? So, du kannst nochmal Futter verstreuen. Hör damit mal auf. Was war das jetzt? Was war denn das jetzt? So, du bist schon wieder am Essen. Mahlzeit. Könntest aber gleich nochmal eine Webseite erstellen. Würde ich sagen. Du solltest den Dude da kennenlernen. Der ist jetzt natürlich weg. Neue Marotte Feinschmecker. Michelle ist also auch Feinschmecker geworden. Okay. Es werden immer mehr. Michelle kann dann gerade noch mal eine Webseite programmieren. Einer auf jeden Fall. Kundenchatten hat er erledigt. So, und wie ich sehe, ist die Zeit auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.